Und hallo und kommst zu, wie ist Sierra Cleanup Detail in Revolutionary Robotics, glaube ich, war das. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall Doppel-R. Und ja, revolutionär war es auf jeden Fall. Allerdings nicht so, wie man sich das gerne vorgestellt hat, wahrscheinlich. So, ich mache mal diese Wedge-Schilder direkt als erstes weg hier. Ich arbeite ja allein. Oh, wo ist der Zaubermann? Da ist das dann okay. So. Okay, da ist noch was kaputt. Das geht auch direkt weg. Auch total verbogen, das Ding, ne? Ah. Muss da oben auch wieder sauber machen. Sehr gut. Da ist kein Ausgang, da ist Ende. Okay, das kommt aber noch weg. Fässer kommen dann hier rüben hin. Kann ich dann eigentlich da hinstellen? Ich muss mal rausfinden, wo die Kisten standen. Die müssen ja eigentlich auch irgendwo gestanden haben hier, ne? So, jetzt muss ich hier noch erwischen. Alter Schwede, ist das hier eine Sauerei. So, da stapeln sich schon die. Ah, oh, ist schon der voll. Da stapeln sich schon die ganzen Berichte. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ist auch noch Stick. Rod Bishop. Okay. So, dann haben wir hier noch einen Stick hier. Tori Pablo, okay. Packen wir auch gleich hier drüben hin. Zack. Da kommen auf jeden Fall einige Mitarbeiter auf uns zu hier noch. Da hatte ich noch eine Hand. Können wir eigentlich das abschalten? Nee, kannst du nichts abschalten. Okay. Na gut. Das nehmen wir mit. Die Sachen wieder hochschleppen, das wird auch noch Spaß. So. Okay, dann bringen wir das rüber. Würde sagen, direkt hier vorne hin. Das geht erstmal alles hier rein. Oh, das ist auch schon voll, ne? Da ist kein Platz mehr eigentlich. Kriegen wir das dann noch rein? Ich hoffe es mal irgendwie. Ich würde da gerne noch ein bisschen mehr reinschmeißen. Ne, es geht nicht mehr. Jetzt geht's. Okay, wir bringen das mal weg. Bevor sich das gleich vom Acker macht. Müssen wir gleich eine neue Kiste besorgen. Aber wir haben ja noch ein paar. So, weg damit. Kiste her. Okay. Hier haben wir noch ein Teil rumliegen. Den können wir so mitnehmen. Dann haben wir das auch gleich. So. Juhu. Ich weiß gar nicht mehr, was die. Ah, also die Crash-Test-Dummies sollen die, glaube ich, sein, ne? Ich könnte die auch mitnehmen, interessanterweise. Guck mal, die sind auch markiert irgendwie. Interessant. Interessant. Das war Rico Piazza. Piazza. Sind das Brüder gewesen? Weil der andere ist doch ähnlich, oder nicht? Bin mir jetzt nicht sicher. Habe ich schon vergessen. War in der letzten Episode. Habe ich wieder vergessen. So, stellen wir das mal hier hin. Lass uns das ein bisschen zusammenziehen. Dann haben wir das nämlich hier. Die müssen wir ein bisschen sauber machen. So, das ist sauber. Das müssen wir auch noch wegmachen. Hier, da ist noch mehr Müll. Können wir dich hier so fallen lassen? Ja, können wir. Okay, hier liegen noch Kugeln rum. Geht direkt hier rein. Das wird spaßig, wenn hier noch irgendwo hinter einem Podest eine Kugel liegt oder hintergekullert ist. Die dann zu finden, wird echt spaßig. Aber wir müssen ja eh alles absliffen. Allerdings ist es ein verdammt großes Gebiet, muss ich zugeben hier. Ich schmeiße jetzt die kleinen Sachen da rein und dann die großen gleich hinterher. So. Die große Kiste noch. Da ist auf jeden Fall Platz für Kisten wahrscheinlich an der Stelle. So, rein damit. Ich glaube, da kommen Crates hin, ne? Yep, hier kommen Crates hin, alles klar. Der ist hier losmarschiert wahrscheinlich, ne? Oder soll zumindest hier losmarschiert sein, so wie es aussieht. Wo ich zugeben muss, die müssen verdammt schwer sein, wenn die hier solche Abdrücke reinmachen. So. Was stand denn hier? Sprite M, okay. Der geht nirgendwo mehr hin. So. Die
Oktagon, ich glaube. Nee, Hexagon, Oxagon, ich hab's vergessen. Oktagon ist 8, wie viele Ecken hat der? 2. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hexagon. Hexagon müsste das, glaube ich, sein. 6. 6 Ecken. Zumindest, weil ich das richtig im Kopf habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber ja. So. Ich mag diese Dinger nicht. Daher. Bye, bye. So. Okay. Hier noch ein bisschen wischen. Okay, das ist auch schon wieder dreckig. Die Fässer könnten wir dann noch ein bisschen sortieren. Wir machen mal die Fässer hier hin. Und die Kisten lassen wir da stehen. Die kommen dann später da drüben hin. Dann kriegen wir hier ein bisschen Ordnung rein. So. Okay, das müssen wir dekontaminieren. Das muss ich jetzt wieder alles schleppen. Uff. So. Das ist aber für die Kiste ist aber zu groß. Zu unhandlich. So. Das muss auf jeden Fall alles weg hier. Und dann haben wir die Ecke auch gleich wieder sauber. Ach, oder auch nicht. Wir müssen jetzt mal den hier machen. So. Sauber machen. Das muss jetzt mal alles weg jetzt wieder. Okay. Dass sie das nicht wieder einschmelzen, ne? Und dann wieder verwerten können hier das Zeug. Unheimlich. Das muss alles hier dekontaminiert werden. Okay. Das war so einer wie der da. Nur ein bisschen kaputter. So. Uäh, hier geblieben. Nicht abhauen. Okay. Das ist noch weg. Dann haben wir ja den Raum hier auch schon fast fertig, ne? Das geht ziemlich gut, muss ich zugeben. Aber wir haben noch genug Räume, also von daher ist es kein Problem. Da haben wir noch genug zu tun. So, ein bisschen Musik wäre nicht schlecht, ne? Aber ich habe keine Musikstation gesehen hier. Oh. Jetzt müsstest du noch drehen. Und das müsste eine Schweinehaxe sein oder sowas. Das geht auch noch weg. Ich weiß nicht, ob das Metallklumpen oder Betonklumpen sein sollen. So. Dann haben wir das auch gleich. Der T-1000. Ich wollte ihn mitnehmen, aber ich konnte nicht. Der wollte nämlich nicht. Der ist leider nicht mit nach Hause gekommen. Aber wir haben im Headquarter trotzdem 100% gekriegt. Das fand ich ziemlich nice. Oder ich glaube mehr als 100% war das sogar. So, weg damit. Letztes Item hier und dann ist das auch weg. Haben wir den großen Brocken auch wieder geschafft. Einschusslöcher. Uff, das sind so viele Einschusslöcher hier. Ich hoffe, ich finde alle. Weil die kannst du schnell übersehen. Die Kiste noch weg. Omnicorp Logistics. Okay, dann nehmen wir den Kollegen noch mit hier. So, komm her, mein Freund, wir bringen dich weg. Kannst du dich ausruhen. So. Okay. Dann nehmen wir dich noch mit. Ich nehme die Kollegenteile mal so mit hier. Ich dachte gerade, der bewegt sich. Das wäre es jetzt gewesen, wenn er plötzlich einer anfängt, sich zu bewegen. Ja, dann. Das wäre ein bisschen unheimlich. So. Aber auch interessant, muss ich zugeben, wenn das möglich wäre. So. Ich darf die, glaube ich, nicht anstupsen, weil wenn ich die anstupse, fallen die um, glaube ich. Ich glaube, irgendwie sowas an mich an sowas zu erinnern. Serwaski Flange. Oder Flange? Ich weiß nicht genau. Kommt hier drüben hin. So. Okay.
Das heißt, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen sauber machen. Okay, wo haben wir das Wasser? Hier drüben, ne? Ist auch schon fast so weit hier. Da geht nichts mehr. So. Okay. Sauber machen. Okay, dann haben wir das auch gleich weg. Sehr gut. Die Knarre geht erstmal nach hier vorne. Da müssen wir sauber machen, habe ich nicht gesehen. Okay. Ah, ist fast dreckig, glaube ich, ne? Fehlt noch ein bisschen und dann ist richtig dreckig. Ein Bericht kommt drüben hin. Können wir dann später durchlesen. So. Das ist noch spaßig hier. Okay, das ist Hans Tämli. Okay, beziehungsweise war Hans Tämli. So, Hans, kommst du auch hier zu deinen gefallenen Brüdern? Und hier war noch einer, ne? Der hat keinen Stick, oder was? Der hat keinen Stick. Was ist das hier? Achso, das kommt hier rein, okay. Der hat keinen Stick? Wieso das denn nicht? Das ist aber merkwürdig. Okay. Sehr merkwürdig. Okay, die Flasche noch. Na toll. Na komm, schmeiß sie dahin. Das kommt dahin. Licht brauchen wir erstmal noch nicht, aber kommt noch. Dann das da rein. Fässer auch noch rüber. Müssen wir dann alle noch aufstellen. Ich nehme erstmal alles weg hier, damit hier nichts mehr ist. Wir müssen echt gucken, dass hier nichts zwischen ist, weil ich habe die Befürchtung, hier könnte echt was zwischen sein. Und man sieht es nicht. So. Was kommt alles da? Das muss alles noch rüber dann. Aber das mache ich dann, wenn es soweit ist. Wenn wir dann wirklich die restlichen Kleinigkeiten aufräumen, dann mache ich das. Bis dahin muss das hier stehen bleiben. So. Überhaupt nicht sortiert hier, ne? Okay. Das haben wir. Dann müssen wir, weiß ich gar nicht, hier. Ne, hier ist eigentlich gar nichts mehr, ne? Nur ein bisschen Müll. Das gröbste Chaos haben wir schon weg hier tatsächlich sogar. Nice. Ich muss mal gucken, ob wir den Raum vielleicht doch schweißen schon, damit wir den Raum hier komplett abschließen können. Das wäre vielleicht eine Idee, aber sicher bin ich mir noch nicht, ob ich das so mache oder nicht. Weil dann sehe ich zumindest, was fertig ist und was nicht. Das ist auch eine Lampe, okay. Weg damit. So. Ja, jetzt haben wir noch die Fässer hier eigentlich und die Schilder und dann sind wir hier eigentlich durch, ne? So wie es aussieht. Dann haben wir echt schon viel geschafft. Wow, also dass es so schnell geht, hätte ich auch nicht gedacht. Dann ich hab damit gerechnet, dass es noch länger dauert. Aber wir kriegen das hin. So. Ja, dann muss ich mal gucken. Die Fässer müssen darüber, die Kisten müssen darüber. Müsste ich eigentlich mal ein bisschen sortieren vielleicht noch. Aber sicher bin ich mir noch nicht. Hast du noch ein Schild? Ah, ich dachte, die werden schon alle jetzt hier. Da hat einer aber nicht aufgeräumt, würde ich sagen. So viele Wet Floor Signs hier. So. Okay. Hey, komm her hier. Das kommt hier drüben hin. Und letztes Fass kommt auch noch da drüben hin. So, komm her hier. Okay. Das ist weg. Kisten. Kommen wir erstmal hier hin. Dann schieben wir das alles zusammen hier, dann haben wir das nämlich alles beisammen. So, Wet Floor Sign, komm weg. Und dann, was kann er? Haben wir jetzt alles? Da ist die Leiter, die brauche ich dann auf jeden Fall für die. Ja. Komm, nehmen wir mit hier.
Stellen wir mal dahin. Was brauchen wir? Wo ist das? Das geht da rein. Die kommen weg. Die will ich hier nicht sehen. Die will ich hier nicht sehen. So. Die sind nämlich immer ein bisschen nervig. Die Boxen hier. So. Das geht auch noch weg. Und dann, weiß ich gar nicht, mache ich die Löcher jetzt zu noch hier oder mache ich da drüben weiter? Ich würde ja da drüben weitermachen wollen. Die Löcher würde ich ganz zum Schluss machen wollen dann. Aber da muss man schauen. War hier noch irgendwo eine dreckige Stelle? Ne, ist nur das Loch hier, wo hier was gegengedonnert ist. Dann die Sachen weg. Da noch ein Berichtblock oder sowas hier. Ein Klemmblock weg. Und dann ist der Raum schon befreit. Wow. Das war aber zacki zacki jetzt hier. Dann müssen wir uns den nächsten Raum vornehmen und dann, ja, gehen wir im Grunde genommen wieder weiter weg hier. Das könnte auf jeden Fall interessant werden. So, das geht hier drüben noch rein. Da. Okay, das ist weg. Kiste noch weg. Dann noch die Ecke putzen. Und dann habe ich nichts mehr gesehen, jetzt hoffentlich. So. Haben wir noch irgendwas zum... Hier. Sauber machen. Da liegt nichts, okay. Den nehmen wir auch noch mit. Der kommt auch noch weg. Dann ist das auch noch weg. Da. Ich glaube, das sieht ganz gut aus jetzt, ne? Ja. Okay, dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Hier noch ein paar Teile mitnehmen. Wie haben wir denn hier? Zwei Teile. Zwei Arme. Okay. Und nochmal. Das ist Peril Burnley. Okay. Der kommt jetzt auch hier drüben hin. So. Okay. Ich habe das Gefühl, ich hätte da eine Treppe gesehen, die war blutverschmiert. Ne, da sind Einschusslöcher drin. Okay. Nicht blutverschmiert, aber Einschusslöcher drin. Kann ich den Kollegen gerade mal hier hinstellen? So, und dann... mitnehmen. Düt, düt. Nehmen wir den Kollegen noch weg. So. Sehr gut. Den hat man schon abgezogen hier. Oh, nö. Das ist William Schumal gewesen. Jetzt leider nicht mehr. So, Wasser ist auch schon wieder aus, ne? Mist, alles ist immer aus hier, ne? Vielleicht noch einmal. Ja, definitiv noch einmal und dann ist voll. Dann kann der direkt weg. Müssen wir das Wasser holen. Von hier drüben. Hier müssen wir auch noch aufräumen, aber das machen wir dann, wenn wir hier rumkommen, wieder in den Bogen, würde ich sagen, oder? So, Wasser her. Dann das geht hier zur Eingangshalle. Das Geschoss muss da oben auch noch weg. Ich hätte auch unten lang gehen können wahrscheinlich, wa? Ah, ist egal. So, das geht dahin. Okay, hier konnten wir nur noch die Kugeln einsammeln. Letztes. Okay. Dann auch schon Kugeln drin, ne? Okay. Rein damit. So, haben wir alles weg? Ne, hier ist noch mehr. Ich würde sagen, ist ja schon mal rausgefallen. Ich hoffe nicht. So. Noch mehr Kugeln. Noch mehr Hitboxen hier. Okay. Schwierig, schwierig.
So, ich glaube, wir müssen die Sachen das wegbringen. Jetzt hier. Oh, das ist runtergefallen. Wir bringen es weg, ist zu unsicher. So, dann haben wir wieder ordentlich was geschafft. Oh, oh, nicht abhauen. Nicht abhauen, Kugel. Schön drin bleiben. Sehr gut. Perfekt. Dann haben wir wieder ordentlich was geschafft. Jetzt geht's auf dem Scheißhaus weiter, sozusagen. Das Scheißhaus. Warte mal, wo war denn hier noch? Das war sauber alles, jo. Das war nicht sauber. Der Kollege ist schwierig. Oh, Backe. Ich hoffe, wir kommen hier alle durch. Nein, kommen wir nicht. Okay. Wo bin ich angeeckt? Ich hab's genau gehört. Hier. Aber an sich nur einmal, das war okay. Da kann man jetzt nicht meckern. Da kann man jetzt echt nicht meckern. Mist, jetzt mal hier wieder selber Trick. Okay, das kommt nach draußen. Wasser, so. Mal ein bisschen was getrunken auf dem Scheißhaus, bevor es dann zu Ende ging. Das war John Spartan. Okay. Interessant. Ein interessanter Name. Falls dem der eine oder andere was sagt. So. Halo und so. Hieß der John mit Vornamen? Ich glaube ja. Bin mir jetzt nicht sicher. Oder ist es. Obwohl, nee, der dürfte eigentlich nicht John heißen. Der müsste so einen Mischnamen gehabt haben. Oder doch? Ich bin mir nicht sicher. Ist schon jetzt so lange her. Aber, ja. Hey, offen bleiben. Muss ich hier pümpeln? Was ist das denn? Wieso ist das so dreckig? Ah, okay, ich sehe schon. Da ist noch mehr drin, als da drin sein dürfte. Okay, wir haben die Verstopfung gefunden. Eine sehr eklige Verstopfung. Oh, Backe. Können wir spülen? Weiß ich gar nicht. Wir müssen spülen, glaube ich, hier, ne? Was ist das? Hä, wie kann ich denn das spülen? Ich muss ja spülen. Relief Suit, on, off. Kann ich nicht. Muss ich das pümpeln? Ich bin verwirrt. Bin ich sicher. Wir schmeißen die Sachen hier mal raus, weil wir müssen das alles wegschmeißen. Das muss hier raus. Damit wir die Ecke hier sauber kriegen. So. Okay, das geht hier noch rein. Da komm, geht da rein. Hat noch eine Sushi gegessen hier, wa? Gott, das ist sauber. Wie kriege ich die Toilette hier sauber? Ich müsste spülen, aber ich kann nicht spülen. Ich hätte einen Toilettendeckel hochgemacht. Ich muss gleich pümpeln, oder? Mach das mal kurz zu. Das Betonscheiße aus hier. Und auch hier hin. Plus Deckel. Da hat einer echt das Scheiß aus rausgerissen hier wahrscheinlich, wa? So. Hatte ich noch einen Kollege. Zahnbürste. So. Kann ich flaschen hier, ne? Der Big John, okay. Das Problem ist, dann muss ich das aber sauber machen irgendwie. Ne, das wird doch immer wieder dreckig. Das funktioniert so nicht. Ich müsste das wegspülen, aber wie kann ich das wegspülen? Kann ich jetzt spülen? Ne, kann ich nicht. Kriege ich denn das sauber, das Toilettenwasser hier? Ich muss mal gucken, ob ich da einen Pümpel habe für. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, hier muss ich zugeben. Stell das mal hier hin. Kann ich nicht da in 1 rausziehen? Warte mal. Erstmal sauber machen. Okay, sauber.
Jetzt müssen wir gucken, ob wir dich da rauskriegen, Kollege. Das gibt eine Sauerei. Okay. Und weg geht's. So, der ist auch weg. Junge, Junge, Junge. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich zugeben. Das ging ganz gut hier. Miguel Klisma. Okay. So, die Teile bringe ich aber erstmal nicht weg. Das mache ich dann ganz zum Schluss, würde ich sagen. Wir sammeln erstmal weiter ein. Und räumen weiter auf. Und dann müssen wir schauen. So. Okay, dann kommen wir mit. Es geht weiter. Und zwar hier hin. Müssen wir noch ein bisschen sauber machen. Geht das dann noch rein? Ja, wo ist der letzte gewesen hier? Okay. Ja, kriegt das sauber? Irgendwie nicht. Hier hat man noch Wasser. Machen wir das da rein. So, Kollege, dich muss ich wegbringen. Und dann die Teile wieder wegbringen. Dann müssen wir wieder laufen. Weil die sind zu groß. So. Die sind zu groß, die Teile. Können wir wieder Kilometer machen hier. Uff. Okay. Falcon war das. Jetzt leider nicht mehr. Oh Gott, das ist zu groß. Jetzt. Zum Glück macht das keine Flecken, sonst hätten wir hier gleich wieder eine Sauerei gehabt. So. Okay. Das ist ein bisschen umständlich, weil das so unhandlich ist, das Zeug hier, ne? Aber wir müssen echt stark sein, wenn wir so schwere Teile heben können, ohne Probleme. Mit 54? Kein Problem. Ich habe Doppelherz, oder wie war das, ne? So. Okay. Weg mit den Teilen. Da können wir dann gleich den Gang sauber machen und dann sind wir. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn da drüben dann? Dann sind wir im. Kommen wir dann wieder zum Foyer zurück? Ich bin mir nicht sicher, könnte sein. Das Geschütz muss auf jeden Fall noch weg da oben. Ich glaube, wir müssen die. Wir müssen die einbauen und müssen die beladen. Bin mir nicht sicher, ob dann vielleicht die Türen wieder aufgehen. Ich finde auch sowieso interessant, was da immer so durchlaufen können. Figi Budo. Okay. Und auch erstmal drüben hin. Zumindest was von dem übrig geblieben ist hier. Da. Okay. Dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ich werde mal zusehen, dass wir jetzt noch die restlichen Teile hier wegkriegen. Aber vorher muss ich noch ein bisschen wischen. Auch drankommen sozusagen. So, das geht da rein. Das sieht doch schon ganz gut aus hier. Das Schweißen, das wird noch ein Spaß hier. Wenn ich mal gucke, wie viele Macken hier drin sind überall. Kann ich das hier reinschmeißen? Nee, ist zu groß. Muss ich wegbringen. Das muss ich wegbringen. Okay, dann bringe ich die Sachen noch weg, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.